Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ja, ich habe dasselbe Team wie gestern, bloß ich habe die Führung geändert. Ich habe jetzt Miditalis vorne und Tauboss hinten. Weil ja doch die Geister- und Pflanzen-Pokémon meistens eher hinten rumschweben, rumleben, rumnerven. Und deswegen gucken wir mal hier, wie wir jetzt hier die zwei Sets machen. Ich habe ein Set schon gespielt. Bin da 3-2 mitgegangen, habe also ein paar Punkte wieder gut gemacht. Pizzendili. Okay, Mosquito feiere ich jetzt nicht so. Und rüber. Schade. Ja, du kannst deinen Anfall ruhig hier machen. Das ist mir eigentlich total egal. Du hast nichts sehr Effektives. Okay. Knüller wird dir trotzdem immer wehtun. Ich hoffe, du hast nicht noch ein Elektro-Pokémon hinten. Ach, der Knüller macht Schaden. Ja, du wirst wahrscheinlich Surfer einsetzen, damit du noch weiter farmen kannst. Oder, nee, Dönerblitz. Okay. So, dann kommt jetzt hier die Psychokinese. Ich hoffe, die reicht aus. Perfekt, mit dieser gehe ich gleich rüber. Diesmal gehe ich ohne Wenn und Aber rüber. Ich muss raus! Ja. Kannst mir wieder gerne einen Anfall drücken, das ist mir sowas von egal. Ja, Sandama, nervig, aber ist okay. Es hat immerhin nicht Dunkelklaue als Sofortangriff. Ja, ich werde hier nicht schön. Du kannst hier auch gerne einen Schlagbohrer drücken, das ist mir auch Wumpe. Du bist eh zweimal abgesenkt. Ja. So. Und hier werde ich nur auf Eishiebe gehen. Ich habe einen guten Energievorsprung. Natürlich werde ich jetzt alles schönen. Ich werde jetzt so viel aufladen, dass ich bis auf zwei Eishiebe komme, oder? Und trotz Abschwächung sollte das dann reichen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Haben wir um Mosquito ein bisschen rumgespielt. Sehr schön. Knapp, knapp, knapp geworden. Ah, Miditalis ist halt richtig gut tanky. Oh, gib ihm Pitsi. Ah, jetzt erst erkannt. Okay, das war aber ein knapper Kampf. Ich schreibe mal gleich zurück. Bin übrigens mit ihm in einer Faction drin. Wenn jemand nicht weiß, was eine Faction ist, das ist wie so ein Clan, wo man gegen andere Clans in Pokémon Go antritt. So, wir gehen jetzt aber in den nächsten Kampf. Genau, also The Faction ist quasi ein Clan, wo man gegen andere Clans quasi gegeneinander kämpft. Quasi
gibt's da halt so Turniere, wo mehrere Clans halt in so einem Turnier sind und gegeneinander fighten. Okay, Landtouren mag ich sogar hier. Meine Backline mag Landtour nicht. Meine Backline. Okay, ah, Frostedie. Warum? Frostedie. Ich mag Frostedie nicht. Geht mir weg mit Frostedie. Oh, ich habe nur Geist gesehen und dachte mir, oh ja, da kann ich ja reingehen. Da kam dieses Viech. Dann kam dieses Vieh. Da wäre ich lieber in Asu gegangen. Ekelhaftes Frostedie. Muss ich hier echt zwei Schilde investieren? Ah, hätte ich vielleicht Sturzflügen sollen? Ja, ne? Aber ja. Jetzt gehe ich trotzdem in die Lawine und die reicht trotzdem. Boah, ich wäre sonst in Asu gegangen, ne? Ja, ich kann mir ein bisschen Energie holen. Kommt das nächste Geistpunkt? Na, hier in den Kampf gehe ich runter. Ja. Ja, das verliere ich volle Kanne hier. Hier ist auch dein Glurak nervig. Eine lohe Kanade wird mich drüben weghauen, wie sonst was. Ach, wäre ich mal in ein anderes Pokémon gegangen. Wäre ich mal in Asu gegangen. Klar, ich hätte Asu gegen Glurak nicht mehr gehabt, aber ja, was soll's. Hätte ich da noch Tauros gehabt. So, geht er auf Surfer oder Dönerblitz? Surfer. Ja. Okay, dann hätte ich auf Psychokinese gehen sollen. Aber der Kampf ist so oder so verloren. Weil ich einfach ins falsche Pokémon gewechselt bin. Oder wenn es Surfer ist, könnte ich das völlig überleben? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ja, ich bin in eine falsche Pokémon gegangen. Ich habe nur Geist gesehen und dachte mir ja, jawohl, da kann ich in Tauros gehen. Und nein, dann ist es dieser Geist. Dann ist es einfach mal ein Frostedie. Na, ich hätte Tauros gebraucht. Ganz klar hätte ich Tauros gebraucht. Na, ich hätte mir ja mit Asu auch den Wechsel holen müssen. Son Goku Benz. Son Goku Benz, was hast du? Wieder ein Landturm. Bitte bleib einfach drin mit dem Vieh. Okay, er bleibt drin, sehr schön. Meine Backline hat nämlich gar keinen Bock darauf. Ja. Und ich werde jetzt definitiv mal einmal schilden. Bitte geh auf Dönerblitz. Oh, danke schön. So, Icy würdest du jetzt auf der Range nicht mehr überleben. Bitte schilde. Nein, schade. So, wir haben hier Eissieb. Und ich gehe jetzt auf Asu raus. Ja, du kannst mir gerne deinen Schopfler hier drücken. Den nehme ich erstmal dankend an dann. Ich hoffe, Taubos kann gleich noch hinten regeln.
Den überlebe ich auch noch. Jo. Ja, ich brauche auf jeden Fall Tauber. Hier können wir Knüller einsetzen. Der schüttet schon mal nicht, was sehr gut ist. Nein, ich werde nicht schön. Ist ein Eisdieb, ja. Den überlebe ich sogar noch. Ich gehe jetzt in Taubers. Werde hier gleich einen Eisdieb schüren müssen. Ja, ich habe gleich einen Sturzbacher Sturzflug. Und ich glaube, Taubers gewinnt den Gleichstand gegen hier Dingskirchen. Und? Ja, okay, nein, war kein Gleichstand, aber Sturzflug reicht jetzt schön aus. Und? Bäm. Weg. Ich musste nur das Landhorn unbedingt loswerden. Da war mir auch ein Schild gegen den Donnerblitz auch richtig und wichtig. Genau genommen hätte ich Eisdieb auch vielleicht gar nicht einsetzen müssen. Ich hätte dann zwei Eisdiebe gegen Skogro gehabt. Ja, da wäre ich mit Asu reingekommen. Und zum Schluss hätte ich auch wieder Taubers gehabt. Boah, fui. Nee, da gehe ich jetzt diesmal in Taubos. Locke da was raus. Ja, ein Ayoras brauche ich noch nicht schön. Ja. Also. Ich gehe auf Sturzflug, vielleicht erwartet der Gegner das nicht. Ja, wie ich mir dachte. Wie ich mir dachte. Und ich will den Wechsel haben. Okay. Dann kann ich hier perfekterweise auf Down reingehen. Okay, ich hätte wieder Sturzflug machen können. Aber egal. Ich kann in Asu gehen. Und den Gegner schon mal viel, viel Spaß wünschen. Na, Psychokinese hier auch gar nichts mehr macht. So, wir setzen jetzt ein. So. Er schildert, ja, ist okay. Soll er machen. Das ist mir egal. Okay, er fängt ab, ja. Ist mir auch egal. Okay. Ich gehe wieder hier drauf. Und gehe jetzt rüber. Weil dann hat er was Schwaches gegen Asu. Deswegen werde ich hier nichts schilden. Dass das nächste Pokémon nicht mehr viel farmen kann. Vielleicht ein Zubiris hinten, ein Steigungstyp, ja, ist nichts. Okay, ein Schlurp. Ah, okay. Ja, dann verliere ich das wahrscheinlich noch. Oder? Psychokinese sitzt, jo. Oh, komm ich zur nächsten? Komm! Nein! Ja, dann verliere ich das. Lass den ersten mal durch. Wird ein Body Slam sein, ne?
Ja. Okay, dann gewinnt das doch noch. Ich habe mir schon gedacht, dass er Blattgeister nicht einsetzen wird, weil das zu viel Energie braucht. Okay, das haben wir auch noch gut hingekriegt. Trotz, dass wir die Führung hier verloren haben. Aber ja, ich hätte einfach zweimal Sturzflug einsetzen können. Mit Tauboss. Aber er hat wahrscheinlich gerechnet, ja, der wird sich jetzt mich abschwächen. Hat er gut gelesen, der Gegner. Aber ja, Dornreigen hat trotzdem was gebracht. Der ist zu lange in Asu, quasi mit seinem Meditales gegen mein Asu drin geblieben. Boah, Kaseya-Führung eklig. Boah, pfui, bäh. Ja, ich krieg leider massiven Schaden. Ich gehe jetzt hier rein. Ja, super. Na, ich krieg hier einen Down rein raus. Das heißt, Eisieb macht nicht mehr so viel. Und ich hoffe, ich komme vorher noch mal zum Sturzflug. Ja, Eisdieb macht nicht mehr so viel. Komm. Boah, nö. Ne, dann chill ich das jetzt. Na, da will ich mir Taubos noch aufbewahren. Geh jetzt auch auf Sturzflug. Weil das dürfte ihn langsam rausnehmen. Ja. Ja, Gravit, nimm mal. Geh hier rein. Gravit ist gut. Der King Shit, auch gut. Ist das schon der Brandsand? Nein, der Feuerschlag, okay. Ja, das ist perfekt, Kaseya rauszulocken. Na, Kaseya muss ich loswerden. Und Schaden auf Kaseya zu bringen, ist gut. Die Schilde. Okay, er geht auf Mondgewalt, perfekt. Oh, im Gleichstand. Nein, er kann jetzt schilden. Bitte schilde einfach nicht. Bitte schilde es nicht. Bitte schilde es nicht. Oh, der schildet. Nein. Er schildet. Nein. Ah, er ist auf Mondgewalt gegangen. Vielleicht hat er keinen Stochler. Ja, aber Strauchler werde ich wohl ein, zwei überleben, oder? Eins, ja. Ich hoffe, Hydropumpe reicht. Wobei, muss es gar nicht. Aber ich werde auf jeden Fall voll ausholen. Ja, das ist Farmreichweite. Brandsand überlebe ich nämlich einmal. Hyperstrahl wird er nicht haben. Ja. Aber wie viel hat Christi ja noch? Reicht der Knüller aus? Das ist auch die Frage. Die Frage der Fragen ist die Frage der Fragen. Reicht das? Oh, perfekt. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe meine 100 Siege schon, ne? Oh. Ja, also bei der Quest jetzt hier habe ich voll verplant. Moment. Ja, ein 4 zu 1. Also mit das Team geht so in der Form voll klar. Wir sammeln hier erstmal. Ich nehme dafür jetzt auch kein Sternstück. Und das leckt ganz gut. Schnell einsammeln. Sammeln, 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 sammeln. Hallo, sammeln. Ich sammle. Ich bin der Sammler. Bin der.
Sammler Semmelrogge. So, und es gibt wieder XL, sehr schön. Und wir sind auf der nächsten Seite, das ist gut. Und dann gehen wir auch wieder hier ins Sammeln. Und ein Paragoni. Großartig erstmal. Sehr schön. Kann man verschicken, ist nicht so ein gutes. Wir gehen auf 2473 wieder, sehr schön. Und dann gehen wir nochmal mit dem Team rein. So, ich muss kurz nur auf mein Handy gucken. An. Okay, Gegner gefunden. Sehr gut. Gegen Entzug. Seppi Royal, ja, da haben wir doch wunderschönes. Schönen Eisieb. Das war Aeroas, aber das ist mir egal. Ich gehe hier auf Icy. Und ich könnte das vielleicht auf Taubers abfangen. Ich mache nochmal ein und rüber. Schade. Aber. Ah, vielleicht hätte ich auf Sturzbach, auf Sturzflug gehen sollen. Aber ich sollte jetzt einen Eissturm leben können. Gehe ich mal von aus. Und komme vielleicht nochmal zum Sturzflug. Ich hoffe, Eissturm ist jetzt nicht so eine starke Attacke. Ja. Und Sturzflug, der brennt doch, oder? Bin einmal abgeschwächt zwar, aber okay. Ich hätte sofort auf Sturzflug gehen sollen, aber egal. Ja, hier wird er mich jetzt abschwächen, das ist mir auch egal. Hier überlebe ich noch einen. Ja. Okay, hier habe ich den Gleichstand gewonnen. Was sehr gut ist. Und er schildert, okay. Ja, dann schilde ich auch. Ja, mein Aso hat gar keinen Bock gegen dich. Gar keinen Bock. So, dann können wir hier reingehen. Es ist gut, dass du hier bist. Psychokinesen überstehe ich 2 Stück, das weiß ich. Okay, er schildert, perfekt. Na, ich glaube, den Kampf verliere ich trotzdem. Oder? Ich glaube ja. Oh ja, der hat noch zu viel Leben. Boah, nö. Oh, du setzt ein. Das kann ein Fehler sein. Weil ich gewinne hier doch den Gleichstand. Deswegen habe ich gleich auf Eisdieb gehauen. Ja. 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 Komm.
Und wir haben das. Achso, nee, ich habe sogar sein Vitalis runtergefarmt mit dem Konter. Ja, einsetzen war es da nicht. Er hätte den Konter machen müssen. Ich glaube, den einen Konter hätte ich noch überlebt. Ah, cool. Cool, dass er den Kampf noch gerade so gewonnen haben. Hätte ich nicht mehr gedacht. Das hätte ich echt nicht mehr gedacht. Statistik Mango. Boah, ich gehe in Taubers, um was rauslocken. Ich gehe noch nicht in Summerill. Genau deswegen. Ich gehe auch in den Sturzflug. Ja, der tut weh. Na, du setzt nochmal ein. Perfekt. Weil du gesehen hast, ja, der schafft noch eine Attacke. So, ganz wichtig, weg zu Uhr runterticken lassen. Ja, natürlich musst du einen Eissturm noch schaffen. Aber das ist mir egal, der macht nicht viel. Ich mache hier schon mal einen Icy. Und gehe jetzt in Asu rüber. Na, drück mir deine Rückkehr, das ist mir egal. Nein, Schmarotzer ist es nicht. Okay, Schlurpi-Porpi. Das ist niemals eine Blattgeißel, oder? Nee, wollte ich gerade sagen. Ja, den muss ich jetzt schon schilden. Den Body Slam. Muss rüber, ich muss unbedingt rüber. Rüber. Ah, leider ist jetzt hier die Schlecker effektiv. Was mich richtig nervt. Ich glaube nicht, dass er den Kampf hier noch gewinnen kann. Also der hier ist verloren. Ich müsste. Oder? Nein, ich komme nicht mal zum Icy. Kann hier noch den Knüller machen, aber ja, das ist verloren. Der Kampf ist leider verloren. Da sieht man, wie stark Schlurp eigentlich ist. Trotzdem muss der Gegner jetzt hier schilden. Wenn der Gegner schlau ist, geht er auf Sofortattacken. Anstatt auf Ladeattacken. Ja, er ist schlau. Ja, Führung verloren. Was soll ich da machen? Ich konnte auch nur. Boah, ich hätte in Asu gehen können. Ja, vielleicht wäre er mit Yugong auch gegen Asu gekommen. Ja, oder vielleicht gegen Schlur. Ja. Okay, das sehe ich hier, hier vorne. Also mein Asu sieht das auch gerne. Wenn man von Teufel spricht. Ist er da? Ja, dann drückt man hier die Psychokinese und geht in unser Asu. Dann machen wir es ganz einfach. Und mit Schlinking wirst du gegen Asu auch nicht reinkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Taubos habe ich hinten auch noch.
Ein Tower-Boss hinten ist auch nicht schlecht. Na, ich lasse mir den Knüller sogar noch gefallen. Den sollte ich überstehen, ja. So. Ich würde es feiern, wenn du jetzt mit Schlinking reinkommst und versuchst runterzufahren. Oh, bitte komm mit Schlinking rein. Schade. Aber ich gehe hier rein. Und werde sogar dann schilden einmal. Oder? Werde ich schilden? Nö. Ich kann ja jetzt hier rein. Ich werde hier einfach einmal schilden. Ah, wobei, ich glaube, ich verkack das. Er hat noch beide Schilde. Nö. Das sehe ich jetzt nicht ein. Das sehe ich nicht so. Ah, ich verliere das leider. Es sei denn... Ah, ich komme nicht rechtzeitig rüber. Oder? Ach, komm. Blöde Wechseluhr. Okay, dann hätte ich doch wahrscheinlich chillen sollen. Den Surfer. Ah, ärgerlich, dass ich die Psychokinese nicht mehr gepackt habe. Bis er also nicht rauskam. Ja, war knapp, war knapp. Ah, Doppelwasserfee, eklig. Aber immerhin nicht mit Charme. Okay, dieses Set wird nicht so gut, glaube ich. Fürchte ich. Wir können noch 2 Kämpfe gewinnen. Ich hoffe, keine Doppelfee hinten. Gib mir mal so ein Stalos vorne oder so. Oder Beuterus vorne wäre cool. Dann Satzenia. Registeer nehme ich auch. Das will meine Backline auch nicht sehen. Ja, überlebe ich. Bitte keine Senkung. Natürlich Senkung. Wir gehen auf Psychokinese. Und gehen auf die nächste Psychokinese. Und Regis Ziel sollte weg sein. Perfekt. Was kommt rein? Okay. Ich gehe in Taubos. Locke sowas mit raus, hoffe ich. Nö. Okay, Quajutsu. Ist okay. Und ich habe zu spät eingesetzt. Ich hätte jetzt schon längst einsetzen müssen. Aber Aquahopitze überlebe ich. Und ich habe hinten noch einen Asu. Ja, und er muss schilden. So. Ja, er schildet nicht, das ist mir egal. Ich gehe hier rein.
So. Aqua-Opitz oder Nachtdieb überlebe ich doch. Ja. Das war nicht gut von ihm. Also, er ist jetzt wieder auf minus 2. Ich glaube, den Kampf sollten wir eigentlich gewinnen. Den werde ich jetzt nicht schön den ersten. Ja, okay, der Gegner sieht ein, ja, das kann er nicht gewinnen. Die nächste würde ich schön. Und Quajutsu hat keine effektive Attacke gegen mich. Aber Nachthieb war es auch nicht. Er hätte einfach die Aquahube drücken müssen. Das hätte gegen mein Meditales gereicht. Und dann hätte ich den Konterschaden nicht draufgekriegt. Aber schön, Quajutsu hinten zu sehen. Und wir stehen 2-2. Also ein 3-2 wäre noch drin mit Glück. Gib mir nochmal sowas wie Registil vorne. Hauptsache kein Zubiris. So ging Argut. Argut, Argut, Argut. Sumpex. Ja. Feiere ich jetzt auch nicht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rüber. Schade. Ja. Ah, da haben wir wieder unser Regelstil. Und eine Blitzkanone überleben wir. Ja, natürlich muss die Senkung her. Was auch sonst. Ah, wir haben wieder die Hydropumpe. Und der Gegner muss auf jeden Fall einsetzen. Fokusstoß würde meiner Meinung nach, glaube ich, nicht reichen, oder? Nein. Okay. Ja, warum sollte ich Fokusstoß schön? So, da ich die Eisattacke gekriegt. So, eine Aquahube zahlt mal aus. So, 1, 2, 3, 4. Einmal schilden wir. Ja, lassen wir durch. Und ich hoffe, Taubers kann noch was machen. Und gehen auch mit Taubers gleich rein. Genau, Zumpex ist runtergefarmt. Wir haben Energy. Ja, sieht gut aus. Okay, schade. Okay, dann hätte ich abschwächen sollen. Muss jetzt hier eh einmal schön. Muss aufpassen, dass der Gegner nicht abfängt. Okay. Noch habe ich keinen Sturzflug. Okay, der Gegner gibt auf. Perfekt. 3-2. Sehr, sehr schön. Gut, dass ich hinten auf Taubers gesetzt habe. So, Glibunkel. Gut, dass wir Registrier runterfahren konnten, noch mit Taubos. Und zack.
Wir steigen auf 2487. Das heißt, morgen wird es ein neues Team geben. Oh Gott, sind hier viele Medite. Wird es ein neues Team geben. Für die Folge soll es mal wieder gewesen sein. Haut rein. Ciao.